Hallo, herzlich willkommen zu Chinotopia. Hallo, herzlich willkommen von meiner Seite. Hallo und herzlich willkommen zu Chinotopia. Hallo und herzlich willkommen zu Chinotopia. Nancy, hallo, herzlich willkommen zu Chinotopia. Nancy, wir haben nichts Chinesisches gehört heute. Hallo. Wunderbar. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen zu Chinotopia. Heute ist ein besonderer Tag und ich glaube nicht, dass unser Team das weiß. Und wir feiern heute unser Geburtstag, ein Jahr Chinotopia. Wir haben ja genau vor einem Jahr angefangen mit der ersten Chinotopia und seit dann haben wir fast jeden Monat, den zweiten Dienstag mehr oder weniger eine Folge gesendet. Und viele von euch kennen, danke Andreas, danke an alle, viele von Ihnen kennen uns schon und wer uns noch nicht kennt, noch einmal ganz kurz, Jose, du darfst uns vorstellen, was ist Chinotopia? Chinotopia Future Design by China, nun ein einjähriges Jubiläum, ist ein Online-Feature, eine Reihe zu China, Innovation und Utopien sowie Dystopien. Chinotopia, wir haben uns zukunftsgewandt damit beschäftigt, welches Potenzial sich daraus für die digitale Gesellschaftstransformation in der chinesischen und europäischen Lebenswelt ergibt oder ergeben wird oder ergeben haben. Auch haben wir hoffentlich dazu beigetragen, den Mythos um China ein wenig zu entzaubern. Die Frage, die uns umgetrieben hat und hoffentlich auch weiterhin beschäftigen wird, ist, wie werden wir in 10, 20, 30 Jahren leben? Aber wer sind wir eigentlich? Neben Tanja von der TU Berlin und mir, Josie-Marie Perkun von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wer sind wir, Tanja? Ja, das sind wir drei Gründerinnen, Josi, Nancy und ich. Und dazu gehören auch Sven, Alina und heute, die nicht dabei ist, Kathi. Sie hatte technische Probleme. Aber unser Team kann sich selbst vorstellen. Nancy, bitte stell dich ganz kurz vor. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Nancy und chinesischer Name Song Nan. Arbeite ich bei GIZ für Umweltforschung, Umweltkooperation. Alena? Ja, hallo auch von mir. Ich bin Alena. Ich bin eine Masterstudentin an der CAU Kiel und ich arbeite für Josie. Genau, und hallo auch nochmal von mir. Ich selber bin im Bachelor noch. Ich beende den Bachelor jetzt bald. Ich bin von der Uni Bochum und ich helfe beim CDHK mit in Bochum und hier eben auch als Repräsentant der Uni Bochum. Danke, Sven. Danke, Alina, Nancy. Und da ist noch die Kathi, die heute nicht dabei sein kann, aber in den nächsten Folgen sicherlich. Aber unsere Chinotopia-Reihe ist eingebettet in universitäre Lehre. Und in diesem Semester haben wir Studierende vom Kurs Shenzhen, Chinas Tech Lab der Zukunft, der an der Technischen Universität Berlin unter der Leitung meines Kollegen Carsten Senz und mir stattfindet. In Chinotopia, die nur ein Teil der Lehrveranstaltung ausmacht, begeben sich die Studierenden zusammen mit der breiten Öffentlichkeit auf die Reise in die technologische Zukunft Chinas. Josi, du hast ja auch andere Studierende dabei, oder? Jawohl, also das sind die KursteilnehmerInnen der Lehrveranstaltung China in der Welt. Und ganz ehrlich, was letztendlich Chinotopia ist und wodurch unsere Veranstaltung lebt, das sind Sie alle. Die, die mit uns heute hier auf dem Weg in die digitale Welt eintreten und diesen Weg gefunden haben. Und wie man sieht, haben wir auch wieder ein recht großes und wachsendes Publikum, das wir auch hier nochmal begrüßen möchten. Danke auch für die Vorabzuschriften über Interesse und schon ein, zwei Fragen, die eingegangen sind. Und da hoffen wir, dass wir also Ihnen eine schöne Veranstaltung liefern können, die wir hoffentlich interessant gestalten. Momenteinsatz. Wir haben auch wieder einen Studenten dabei, der das Protokoll machen wird, den Bericht schreiben wird. An dieser Stelle noch mal ganz kurz der Hinweis an den Kommentar bzw. Bericht von Herrn Gröner, der das Görner, der das für die letzte Sitzung gemacht hat, online zu finden. Wir versuchen das im Laufe noch mal das hier in den Chat zu schreiben. Auf der anderen Seite begrüße ich heute den Herrn Wankel, der das für diese Sitzung übernehmen wird. Herzlichen Dank dafür. Also, was haben wir getan, um diese Veranstaltung interessant zu gestalten?
Tanja. Also wir, ich will nur was sagen dazu, die Protokolle, die Beiträge, die sind alle nicht umsonst. Wir führen so ein Archiv über Chinotopia und wir publizieren auch über Chinotopia. Also die Studierenden, die Beiträge leisten und Protokolle schreiben, das wird veröffentlicht und wir nehmen immer Bezug auf diese Protokolle. So, wir wollen bei, nicht nur bei den Studierenden, aber auch bei den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen das Interesse an China wecken. Wir wollen auch das Bewusstsein für Chinas globale Präsenz schärfen und ein China, das innerhalb der letzten zwei Dekaden zu einem einflussreichen und wichtigen Standort für technologische Innovation geworden ist. Daraus resultieren einerseits eine unbändige Faszination und andererseits eine berechtigte Besorgnis angesichts der rasanten technologischen Entwicklung in China. Und die Besorgnis oder besonders die Besorgnis äußert sich oder niederschlägt sich auch in politischen Auseinandersetzungen zurzeit. Und worum geht es heute in Chinotopia? Was verbirgt sich hinter dem Titel See My Future, Meeresforschung? Josi, bitte. Entmute dich. Yes, yes, sehe ich. I see it. Also, heute geht es um vieles und mehr. See My Future thematisiert die komplexe Bedeutung der Weltmeere für unser zukünftiges Leben und die damit verbundene Wichtigkeit ihrer Forschung. Die Entwicklung innovativer Techniken spielt auch hier eine große Rolle. Ob durch die Ob durch die Erhebung und Verarbeitung von Big Data, also vielen Daten zur Ozeanographie, durch die Vereinfachung von diffiziler Analysetechnik, innovativer und biodynamischer Ozeanologie oder auch durch den geopolitischen Wettkampf um territorialen Einfluss auf und über die freien Weltmeere, zum Beispiel in der Arktis, darum soll es gehen. Das ist die Frage hier zur großen Wetterlage. Also von dem Lebensmittelpunkt Ressource hin zur geopolitischen Sicherheitsfrage. Ein großer Stretch, den wir nicht komplett natürlich abdecken können, aber gerne auch in der Diskussion erörtern können. Ein Punkt, der vielleicht auch gerade heute ganz aktuell wieder ist, gestern einige vielleicht gehört, also die Tiefseeforschung wird wichtiger auch im Bereich der Sicherheitspolitik. Wir haben hier auch einen starken Standort für sicherheitspolitische Fragen an der Universität Kiel. Ein Punkt, wo das jetzt aufgekommen ist, war das Atom-U-Boot-Programm, also Australiens Dropout ging gestern stark durch die Medien, wurde auch schon länger beäugt. Da entstehen neue Allianzen. Da ist das natürlich auch interessant und wichtig, was auf der Meerebene passiert, auch in der militärischen Meerforschung, also in der Tiefseeforschung. Und gerade auch China hat da in den letzten Jahren sehr starke Ambitionen entwickelt, gerade was die Forschung für kalte Tiefsee angeht, also in die Arktis zu kommen. Und auch darüber sollten wir reden, über Chinas Ambitionen, abgesehen von den technischen Möglichkeiten. Also der Kampf um die Meere hat längst begonnen. Es gibt also diese geopolitische Komponente, Josie, der blauen Seidenstraße, die auch Maritime Belt Road genannt wird, wie du letztes Jahr selbst über die Polar Silk Road geschrieben hast. Du nennst dabei zum einen die Baltic Sea Region, die aus 9 Staaten besteht, welche geografisch an die Region angrenzen. Und diese Region befindet sich offensichtlich direkt vor unserer Haustür, eben vor der Ostsee oder in der Ostsee. Geht es China da denn nur um den Zugang zum europäischen Markt durch die nördliche Baltic Sea Region? Stichwort dabei ist zum einen DJI, also die technologische oder die Technologie der Kamera für maritime Forschung. Ich denke daran, dass neben dieser geopolitischen Bedeutung eben auch die Bedeutung der Arktisforschung für den Umwelt- und Klimaschutz betont wird, wie du das auch dargestellt hast. Das ist ja auch eine der chinesischen Zielsetzungen. Obwohl China selbst ein Non-Arctic State ist, sich selbst allerdings als Near-Arctic State beschreibt, welcher sich eben mit der Erforschung der Region und eben auch der natürlichen Ressourcen auseinandersetzt. Dabei spielt sicher auch der Anstieg der Meeresspiegel eine Rolle für die chinesische Agenda. Aber wie sieht denn nun diese chinesische Agenda in der Arktis genau aus?
Ja, herzlichen Dank für die Frage und den Hintergrund. In der Tat ist das ein sehr spannendes Thema, was hier auch mit dem Komplex der Meeresforschung und der Future, der Zukunft für die Meeresforschung zu tun hat, gerade auch mit den Bezügen zu dem wichtigen Thema des Klimaschutzes und der Forschung zu Klimawandel. Da werden wir nachher auch noch einiges zu hören. Um das vielleicht ganz kurz zu zeigen, gebe ich da einen kleinen grafischen oder wie es hieß, bitte eine visuelle Unterstützung. Die haben wir hier. Also da gibt es eben die chinesische Route. 2017 ging das nochmal stark hoch und 2018 gab es dann auch ein White Paper zu der Polar Silk Road. Das ist etwas, womit ich mich mehr beschäftigt habe, weil es eben hier in den Ostseeraum eintritt. Unten in dem Bild sehen Sie, wenn Sie meinen Cursor sehen können, die nördliche Route, die Hoffnung darauf ist, dass mit der Erwärmung hier die Befahrbarkeit auch einsetzt, also dass China da auch ökonomisch das nutzen kann als Transportstrecke. Momentan ist da noch sehr viel Permaeis, auch das muss erforscht werden. Also da sind so zwei Punkte. Einerseits möchte man den Umweltschutz gewährleisten, dazu forschen, auf der anderen Seite sucht man auch die ökonomischen Ressourcen. Also da gibt es mehrere Interessen. Das Bild in der Mitte ist ein Symbol, das hat jetzt mit der Tiefseeforschung nichts zu tun, sondern eher mit der Partnerschaft zu Russland. Also auch da vieles über diese Near-State-Funktion läuft über Chinas Verbindung mit der neuen Partnerschaft mit Russland, die ja nun Anrainer sind. Und ein dritter Punkt, ein Aspekt, den ich hier noch zeigen möchte, warum ist das für uns, also hier an der CAU, aber auch für Deutschland als Ostsee-Baltic Sea-Anrainer relevant, weil eben die chinesischen Investitionen und Interessen immer stärker werden, wie überall auf der Welt, aber eben auch hier. Und da viel im Bereich der Meeresforschung passiert, die auch bedeutet, dass da Infrastruktur bereitgestellt wird, als Beispiel der Helsinki-Tallinn-Tunnel. Und das funktioniert über viel Investitionen in die Forschung, auch mit den Kooperationen, die wir haben. Da hören wir bestimmt gleich noch was zu. Zum Beispiel über das First Institute of Oceanography in Qingdao, das FIO, oder auch Journals, die mit Springer publiziert werden, wie das China Ocean Engineering Journal. Wer sich da näher mit beschäftigen möchte, kann da reinschauen. Ein ganz kurzer Ausblick von mir noch für diejenigen, die das gerne anschauen wollen. Es gibt eine recht frische 2021 rausgekommene Nordic Baltic Connectivity with Asia Studie mit sehr vielen Thinktanks. Unter anderem Frank Juris ist dabei, der sich auch länger schon damit beschäftigt hat. Und die anderen beiden Blitzlichter, die ich hier gezeigt habe, sind Auszüge aus dieser Forschung, was in China erforscht wird zur Nutzung der Polar Silk Road, also wie man gerne auch hier in Verbindung eben die Opportunities nutzen möchte. Also auch da gibt es eine Verbindung von starker Forschung der Nutzung sicherheitspolitisch als auch der ökonomischen Nutzung über das Meer. Und damit haben wir so einen Globalumschlag, wofür eigentlich die Forschung als auch diese Meeresforschung so wichtig wird, gerade auch mit der Flexibilität ist, was tun wir, wenn die Meeresspiegel steigen und wir vielleicht die Fischgründe verlieren, brauchen wir neue Ressourcen, Routen, die wir nutzen können, aber auch neue Erkenntnisse. Und da ist die Meeresforschung so wichtig und die wollen wir uns ja heute auch noch anschauen. Jetzt muss ich ganz kurz zurück in meine, ja, das sind die Punkte, die Bedeutung also der Weltmeere, wie am Beispiel der Arktis, sind bei allen großen Spielern eben auf der Agenda, wenn wir da politikwissenschaftlich raufschauen. Okay, Josie, also ich habe jetzt verstanden, dass China auf jeden Fall aktiv in der Arktisforschung agiert, ja? In deinem Beitrag über die Polar Silk Road hast du auch darüber geschrieben und da auch die Wichtigkeit der Arktis für China betont. Ich frage mich jetzt allerdings, Josie, wie sieht das denn nun mit der Lebensmittelgrundlage als Ressource aus? Also was genau steht auf der chinesischen Agenda, zum Beispiel bezüglich der Fischerei in der Baltic Sea Region? Gibt es da spezielle Technologien, Programme oder vielleicht auch andere innovative Projekte von Seiten Chinas? Ja, mit Sicherheit. Also genau, neben der geopolitischen Brille, die wir oft aufhaben, auch aus den geopolitischen Thinktank-Studien, warum das jetzt so wichtig ist, da auf China zu gucken, vielleicht auch mit Sorge auf China zu gucken, gibt es eben auch einen wachsenden Forschungsdrang als auch Markt innerhalb Chinas. Einige der Kooperationen fanden eben auch mit der CAU statt. Die Christian-Albrechts-Universität selbst im Verbund der CEU ist, also der meeresnahen Institute,
mit Meeresforschungsverbünden. Unter der Forschungsinitiative Future Ocean gab es auch Programme, wo zum Beispiel chinesische Schlüsselpartner in die Projekte gegangen sind. Dazu zählt die University of China, also das Institute of Oceanology, der CAS, als auch ein weiteres in der Universität Qingdao, also the First Institute of Oceanography, ich hatte Ihnen das eben gezeigt. Und an denen findet natürlich, sage ich jetzt natürlich, nicht nur die meerespolitische Forschung in der Militärtechnik statt, wird gerne zusammengesetzt, sondern auch viel im Bereich der Lebenssicherheit, also der Lebensgrundlagensicherheit, ähnlich auch, wie es vorher schon im asiatischen Raum in Japan der Fall war, wo natürlich an den Anrainern, also an der langen, an dem blauen China, wie man so schön sagt, wie Wegel das gesagt hat, die Lebensgrundlage mehr so wichtig ist, also auch die Sicherheit der Meere, dass man auch mit dem Mikroplastik Lösungen findet, wie das gesammelt wird, etc. pp. Also da findet vieles statt und ich denke, dass wir auch da heute noch etwas zu hören werden. Also hier die Verbindungen zu China und der Partnerprovinz Zhejiang sind groß. Qingdao wäre Shandong, aber es gibt eben auch noch Verbindungen zur Provinz Zhejiang. Da war 2014 zum Beispiel auch die Vizegouverneurin da zu Gast. Zhejiang, die Partnerprovinz eben Schleswig-Holsteins. Und Liang Liming war hier zur Vorstellungsreise und hat sich auch meines Wissens informiert bei dem einen der größten Akteure hier, dem Geomar, also dem Helmholtz-Verbund, konkret das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung zu Kiel. So. Dazu also haben wir nämlich heute dann auch ein spannendes Programm aufgestellt. Tanja, wer ist denn jetzt heute dabei? Ja, entmuten. Neben euch beiden Fleißigen, die uns schon eine Einleitung angeboten haben, da haben wir heute einen schönen Vortrag von Herrn Werner Brückmann von Geomar. Er ist bei uns zu Gast und danach stellt unsere chinesische Kollegin Nancy ein Meeresforschungsprojekt aus ihrem Geburtsort Qingdao vor. Nach Nancys Präsentation werden wir einen kurzen Beitrag von Christine Hieb hören und Christine ist meine Studentin und Teilnehmerin des Kurses Shenzhen an der TU Berlin. Danach starten wir unsere Diskussionsrunde und bitten das werte Publikum, viele offene und kritische Fragen zu stellen. Aber bevor wir überhaupt starten in das Ganze thematisch und uns vertiefen, gibt uns Sven noch weitere Hinweise zum Ablauf und welche sind das, erfahren wir jetzt von Sven. Bitte schön. Ja, gerne Tanja. Also wie Sie alle informiert worden und jetzt letztendlich auch irgendwo oben rechts sehen können, zeichnen wir die Veranstaltung auf. Also wer jetzt nicht mit Bild und Ton beteiligt sein möchte, der macht am besten seine Kamera aus und nutzt dann nachher die Chatfunktion. Sobald die Aufzeichnung gestoppt ist, bekommen Sie eine Info dazu. Das heißt entweder per Zoom oder halt auch eben von uns. Und im zweiten Teil der Veranstaltung, wenn die Diskussion beginnt, wird das alles per Chatham-Hausregel laufen. Das heißt, es ist alles anonym. Wer nicht genannt werden will, wird nicht genannt. So einfach ist das. Und jetzt gleich für die Vorträge würde ich Sie bitten, die Mikrofone alle stumm zu schalten, wenn noch nicht geschehen. Später bei der Diskussion kann man per Handhebefunktion eben auch an der Diskussion beteiligen beziehungsweise in den Chat schreiben. Und dann sollten während der Präsentation noch irgendwelche Fragen auftreten, dann am besten in den Chat. Genau, das wäre es auch schon. Wunderbar, Sven. Und dann fangen wir mit dem Beitrag Nummer 1, mit dem Vortrag, heutigen Vortrag. Und ich bitte Alena, Herrn Brückmann vorzustellen. Ja, sehr gerne, Tanja. Vielen Dank dafür. Ganz kurz, Werner, du hast studiert, und zwar Geologie und Geophysik in Tübingen und in Oregon in den USA. Und hast dann 1988 dein PhD in Geologie absolviert und bist auch seitdem beim Geomar in Kiel aktiv am Arbeiten. Seit 2016 bist du Leiter des Geomar Innovationsfonds und dein aktuelles Projekt seit 2020 heißt SABA. Das ist das Projekt namens Supportive Marine Technology Startup in Oman. Heute wirst du über die Meerestechnik Made in China für uns sprechen, für oder mit uns sprechen, wenn ich das so sagen darf. Und wir sind sehr gespannt auf deinen Vortrag. Wir freuen uns und ich würde sagen, auf geht's.
Ja, herzlichen Dank. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei, wenn ich das hinbekomme. Hat wunderbar geklappt. Ja, ich sehe es nicht. Also ich sehe das Bild von uns, aber leider nicht die Präsentation. Ja, korrekt. Also Anfängerfehler machen wir nochmal. Also Chinotopia hier, Chinotopia. So, jetzt müsstet ihr das alle sehen. Ja, wunderbar. Einladung. Ich freue mich sehr, hier eingeladen worden zu sein. Ein bisschen überraschend, weil ich ja nicht wirklich ein ausgewiesener China-Experte bin. Aber das hat mir die Gelegenheit gegeben, noch mal viel Neues zu lernen in den letzten 3 Wochen über China und auch viele Erfahrungen zu sammeln. Kurz als Ergänzung. Also ich bin Geologe, aber ich arbeite seit vielen Jahren. Ich bin quasi 33 Jahre bei Geoma, habe quasi zum Gründungsteam gehört. Und jetzt sind wir ein Institut von über 1.000 Menschen. Davon die Hälfte mindestens Forscher. Es ist natürlich unmöglich, in 20 Minuten auch nur ansatzweise darzustellen, was hier geforscht wird und wie die Relation zu dem ist, was in China passiert, was ja nochmal eine Größenordnung mehr Menschen sind. Ich werde meine Präsentation so ein bisschen fokussieren auf Meerestechnik. Also Marine Technology ist da der Begriff und ich würde vielleicht ein bisschen darauf eingehen, was ist das eigentlich und wieso ist das überhaupt wichtig? Die Meeresforschung ist in den letzten 30, 40 Jahren extrem techniklastig geworden. Das Meer ist vor allem in den großen Tiefen, in den abyssalen Tiefen, in 3, 4, 5 Kilometer Wassertiefe natürlich extrem lebensfeindlich. Man braucht Technologien, wie man sie sonst eigentlich nur in der Raumfahrt braucht, um dort neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und da kommt die Meerestechnik ins Spiel. Und das ist auch seit vielen Jahren ein Trend, dass eigentlich nur noch sehr große Verbünde, Industrienationen mit einem erheblichen technischen Niveau dort in der Lage sind, mitzuhalten, was Forschung angeht. Was versteht man unter Meerestechnik? Das ist eine ziemlich banale Definition. Das umfasst im Prinzip alles an Verfahren und Fähigkeiten, mit denen man naturwissenschaftliche Erkenntnisse generieren und umsetzen kann, mit der man industrielle Erzeugnisse produzieren kann, Rohstoffe produzieren kann zum Beispiel und alles, was mit der Erforschung und der wirtschaftlichen Nutzung der Meere im Allgemeinen zu tun hat. Weltweit gibt es im Prinzip, wenn man das mal ganz, ganz stark simplifiziert, 4 Felder, Anwendungsfelder der Marinentechnik, der Meerestechnik. Das ist neben dem, was wir machen, vor allem die Schiffstechnik, zum Beispiel die Konstruktion in unserem Bereich von AUVs, ROVs, Glidern und U-Booten. Wir reden jetzt nicht über Schiffstechnik in dem Sinne, dass man also Tanker baut und Kreuzfahrtschiffe, sondern Fahrzeuge, die einen bestimmten technischen, naturwissenschaftlichen oder einen Forschungsaspekt drin haben. Das sind AUVs, das sind Autonomous Underwater Vehicles, ROVs, Remotely Operated Vehicles. Also ich zeige das gleich alles nochmal. Da kommen gleich ganz viele Bilder und Glider und Unterwasserfahrzeuge. Dann natürlich der große Bereich der Leit- und Sicherheitstechnik im maritimen Bereich. Das hat alles mit Navigation, alles was mit Navigation, Steuerung und in zunehmendem Maße auch der Autonomie zu tun hat. Meeresforschungstechnik, das, was zum Beispiel Geoma und die ganzen Institute in China in Qingdao machen, also Entwicklung und Verbesserung und Nutzung von Sensorik, neuartige Sensoren, tiefere Sensoren, bessere Sensoren, Monitoring, alles, was mit der dauerhaften Überwachung von Vorgängen im Meer und an der Meeresoberfläche zu tun hat, aber auch die großen Fragen Energie und Kommunikation, das sind immer noch 2 Schlüsselfragen, die immer noch einer Lösung harren, also Energie in die Tiefsee zu bringen, ist schwierig. Kommunikation mit der Tiefsee ist nicht einfach. Da gibt es akustische Verfahren mit einer niedrigen Bandbreite, aber da arbeiten wir an anderen Verfahren. Und dann im Generell der ganz große Bereich der Offshore- und Unterwassertechnik. Das umfasst eben Exploration von Kohlenwasserstoffen, Förderung und Transport von Öl und Gas. Da gibt es aber auch noch viele weitere Dinge, auf die ich dann komme. Jetzt kommt noch eine Folie mit etwas Text. Was sind die Treiber von Innovationen? In der Meeresforschung profitieren wir sehr stark von der Entwicklung, die in den 60er, 70er und 80er Jahren stattgefunden hat, indem die Ölindustrie weggegangen ist von Land und in immer größere Tiefen gegangen ist und dafür Vielzahl von technischen Lösungen gefunden hat. Darauf gehe ich kurz ein. Und heutzutage sind das zunehmend neben dieser Öl- und Gasgeschichte auch Massivsulfide, also Massive Sulfides und Polymetallic Nodules, also im Deutschen sagt man Manganknollen. In der Meeresforschung ist natürlich die Forschung selber der Treiber, wobei wir sagen müssen, dass wir natürlich längst nicht über die Mittel verfügen, die notwendig sind, um radikale Sprunginnovationen zu realisieren. Und
zunehmend sind auch in den Küstenbereichen Dinge wie CCS, also CCS, Carbon Capture and Sequestration, in Europa ein riesiges Thema geworden, weil wir in Zukunft mit Sicherheit große Mengen von CO2 aus industriellen Prozessen abscheiden werden und auf irgendeine Art und Weise in den Meeresboden verfrachten werden. Und zunehmend auch der Bereich Reclamation, also die Wiederherstellung von geschädigten Bereichen. Das ist eine Industrie, die sich langsam entwickelt. Dazu gehört zum Beispiel auch der Abbau und die, den Abtransport von Ölförderanlagen und so weiter. Akteure sind in der Regel eben die Privatindustrie, also die globale Energieindustrie. Die investiert ungefähr $1 Milliarde am Tag, wenn man das über das ganze Jahr rechnet, etwa so 1 Milliarde am Tag, außer Weihnachten und Ostern, so sind 350 Milliarden im Jahr. Dann natürlich die Fischerei, Aquakultur in zunehmendem Ausmaß und, was ich gerade erwähnte mit CCS, die Dekarbonisierung, wo das Meer wahrscheinlich eine größere Rolle spielen wird. Neben diesen privaten Akteuren sind natürlich staatliche Akteure, in erster Linie das Militär, also die Marinen dieser Welt und Forschungseinrichtungen da. Und andere, die Zoll und Grenzschutz und all diese Dinge, die in der Umgebung von Küsten eine Rolle spielen, das verlassen wir mal weg. Und natürlich eine große Anzahl von hybriden Akteuren, da möchte ich aber jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Was ist denn jetzt marine Technologie oder Meerestechnik? Ich zeige Ihnen mal so ein buntes Kaleidoskop von Bildern. Das sind alles Dinge, Geräte, die beim Geomar rumstehen und benutzt werden und irgendwie mehr unterwegs sind als im Moment sind sie mehr hier, aber das hat mit Corona zu tun, aber in der Regel sind die sehr selten hier. Das sind ROVs, das sind Geräte, so Forschungsroboter, die bis zu 6 Kilometer Wassertiefe, wie das erste da links oben, reichen. Das sind kabelgebundene Roboter, die Augen und Ohren in der Tiefsee darstellen. Also wir haben so Artikulatoren, so mechanische Greifarme und 3D-Kameras, Beleuchtung, Videokameras, damit man zum Beispiel Proben nehmen kann. Und das wird zunehmend in einer sehr organischen Art und Weise gemacht mit diesen Visualisierungen und Datenbrillen und so weiter. Wir haben sowas noch flach. Wir haben ein Tauchboot, das Jago, ein AUV, ein autonomes Unterwasserfahrzeug, komme ich gleich auch noch zu, Länder, also Meeresbodeninstallationen und komplexe Systeme, wo viele Systeme ineinander greifen, aber auch Oberflächenfahrzeuge wie Waveglider, also Wellengleiter, die autonom die Weltmeere durchpflügen, Oceanglider, die durch die Tiefen fliegen und eine Vielzahl von geophysikalischen Untersuchungsverfahren, die nennt man hier zum Beispiel rechts unten ein OBS, ein Ocean Bottom Seismometer, mit dem man Seismologie am Meeresboden in sehr großen Tiefen betreiben kann. Natürlich gehören die Schiffe dazu. Wir haben aktuell 3 Schiffe. Das muss ich nicht weiter. Forschungsschiffe sind ein essentieller Teil. Nur ganz kurz, damit wir das einordnen können, was in China gemacht wird. Wir haben ein eigenes AUV, was also von der Industrie ist, von der Industrie übernommen, gekauft. Hat eine Tiefe, die bis 5000 Meter reicht, hat Tausende von Kilometern zurückgelegt über einen Zeitraum von neun Jahren, glaube ich. Das ist eine etwas ältere Statistik hier. Diese AUVs sind in der Lage, selbstständig komplexe Forschungsprogramme am Meeresboden abzuwickeln. Man muss sich das so vorstellen wie ein Cruise Missile. Man programmiert einen Kurs an und dann gibt es so einen Terrain Following Mode. Da fährt dieses Gerät einfach am Meeresboden lang und kartiert den oder sammelt Proben oder so. Oder. Wir haben zudem, und das ist ein gekauftes System, wir haben eine riesige Zahl von eigenen, selbstentwickelten Geräten, autonome Fahrzeuge wie das, was Sie links oben sehen. Das ist aus einem Forschungsprojekt entstandenes System. Das ist ein Hovering AUV. Das ist ein Unterwasserfahrzeug, was am Meeresboden auch anhalten kann und detaillierte Untersuchungen machen kann, Proben nehmen kann, vor- und zurückfahren kann. Und eine ganz große Zahl von kleineren, selbstgebauten Systemen. Wir sind aktuell dabei, für 1-2 Millionen ein relativ großes AUV zu bauen, als Ersatz für das in die Jahre kommende Abyss. Wir haben diese 4 von diesen Wavegleitern hier und das könnte ich alles im Detail technisch erklären, das ist aber gar nicht nötig. Wir haben gerade außer Dienst gestellt unser eigenes Tauchboot, Jago, und da würde ich nur gerne betonen, die Wassertiefe, in der wir tauchen, liegt so bei 350, 400 Meter. Das wird später vielleicht nochmal wichtig. Und dann natürlich unser ROVs, zum Beispiel das ROV Kiel 6000, was also seit 14 Jahren in Betrieb ist und wirklich 100 von Tauchgängen absolviert hat und auch unser teuerstes Stück im Stall ist, was also erhebliches Personal benötigt. Wir haben ein Team von 10 Leuten, die nichts weiter tun, als dieses Gerät zu pflegen. Und der Betrieb erfordert enorme Ressourcen an Personal und Technik und Geld vor allem.
Was macht man damit? Man sammelt Proben und so weiter. Ich will das gar nicht im Detail erklären. Hier wird so ein schwarzer Raucher beprobt, hier werden Gase beprobt und so weiter. Man kann Stücke am Meeresboden aus den Fuß, aus Steinen, anstehenden Gestein sammeln. Es wird alles von einem riesen Team betreut, die eben so einen Kontrollcontainer haben auf einem großen Schiff. Dann haben wir natürlich unsere Dauerinstallation. Das sind sogenannte Länder. Das sind Geräte, die am Meeresboden stehen und dort lange Zeit Messungen machen. Man sieht hier so ein System, wo so ein chemisches Labor unter einem Länder ist. Der wird runtergefahren, steht am Meeresboden. Und dann irgendwann nach 3 Monaten kommt ein Forschungsschiff und sendet ein Funksignal oder ein akustisches Signal. Dann werden diese kleinen Schuhe hier abgeworfen und das Ganze treibt gemächlich an die Oberfläche. Was wir auch machen sind und was auch überall in der Welt jetzt zunehmend kommt, sind sogenannte Rover, Geräte, die am Meeresboden rumfahren, also autonome Fahrzeuge, die hier ist so ein Rover in einem Lander geparkt, da ist eine Garage, in der der Rover steht. Dieses Gerät wird an, also der Lander wird mit dem Rover am Meeresboden platziert und steht dann da und arbeitet ein Programm ab. Das heißt, der Rover fährt rum, nimmt Proben, untersucht Dinge und so weiter und kommt dann aber regelmäßig zurück, versorgt sich mit Strom, schickt die Daten nach oben und macht neue Expeditionen, neue Exkursionen. Das funktioniert relativ gut. Da haben wir gemeinsame Projekte mit der Raumfahrt gemacht, weil deren Problematiken auf fremden Sternen ähnlich sind. Niedrige Bandbreiten, schlechte Kommunikation in großer Tiefe. Das ist aber ein System, was also zunehmend eingesetzt wird. Und jetzt komme ich zu einem zweiten Teil, in dem ich beispielhaft Dinge zeige, was in China als Hightech entwickelt wird. Und man sieht, man wird das gleich sehen. Und so. Ich muss dazu sagen, das ist für mich als Nicht-Experten, also ich war natürlich oft in China und habe auch viele Bekannte, auch bei CAST, aber es ist natürlich sehr schwer, von Kiel aus viel über das chinesische Forschungsprogramm zu sehen. Man ist darauf angewiesen, entweder Leute vor Ort zu kennen, und viele von diesen Dingen, die ich hier zeige, sind mir von Bekannten in China geschickt worden. Und zwar gibt es PR-Mitteilungen, so allgemeine Mitteilungen, die sehr plakativ das darstellen, was geleistet wurde. Und auch dieser Fokus auf technische Spitzenleistungen, den sieht man deutlich. Und wenn ich hiermit durch bin, dann erkläre ich so ein bisschen, woher das herkommt und wie die langfristige, die tatsächliche chinesische Strategie der Technikentwicklung ist. Zum Beispiel, das sind alles Beispiele aus dem Jahre 2000. Es ist ein neues, bemanntes Tiefseetauchboot gebaut worden. Ich kann es sicherlich nicht richtig aussprechen, Fendouge oder so ähnlich. Das ist ein bemanntes Tauchboot, was tatsächlich den Boden des Marianengrabens erreicht hat und fast 11.000 Meter erreicht hat. Und das ist weit jenseits jeder anderen bekannten Technologie, soweit mir bekannt ist. Und man findet aber erstaunlicherweise nur sehr, sehr wenig über die verwandten Technologien. Man muss eigentlich Experte sein, um das zu verstehen. Also ich selber habe auch Tauchgänge gemacht, nicht mit diesem System, sondern mit einem amerikanischen, das ist Elvin. Das ist ein Tauchsystem, womit wir 5.000, 6.000 Meter erreicht haben, aber bei 2.000 Metern wird es schon ein bisschen ungemütlich und es ist ein vergleichsweise einfaches System, was schon über 20, 30 Jahre alt, ja, über 30 Jahre ist die Pressure Hull. Und das steht aber unkommentiert da und wird veröffentlicht und natürlich keine inhaltlichen oder technischen Details gegeben. Das ist im Grunde genommen, also diese Tauchsysteme sind natürlich etwas Spannendes und eigentlich in erster Linie für die Forschung geeignet ist. Der größere Bereich und auch von Volumen dessen, was dort an Geld aufgewandt wird, ist natürlich alles, was mit Rohstoffen zu tun hat. China ist natürlich mit einer Vielzahl von Rohstoffen gesegnet und hat es im Grunde genommen gar nicht nötig, zum Beispiel seltene Erden aus den Tiefen des Ozeans zu fischen. Dennoch investieren sie enorm viel Geld in die Förderung neuartiger Kohlenwasserstoff-Lagerstätten, aber auch Rohstoffe. Und hier ein Beispiel, Gashydrate, das war, wer sich ein bisschen erinnern kann, vor 10, 15 Jahren ein Riesenthema, auch bei Geomar. Das ist bei uns sehr abgeebbt, weil einfach, am Ende des Tages produziert man Erdgas, also Kohlenwasserstoff, was letzten Endes irgendwie ja so ein bisschen aus der Mode gekommen ist in den letzten paar Jahren. Und hier haben wir eine Meldung, dass also, und das ist eigentlich, kann man gar nicht genug betonen, was hier passiert ist. Die chinesischen Kollegen haben es geschafft, tatsächlich Methanhydrate, also Gashydrate im südchinesischen Meer zum ersten Mal in enormen Mengen zu produzieren mit 28.000 Kubikmeter am Tag.
Das ist natürlich verglichen mit einer Landbohrung nicht viel, aber das Wichtige ist, dass sie das Sandmanagement geschafft haben und dass sie horizontale Bohrverfahren verwenden konnten. Das ist der Schlüssel, komplexe Reservoirs zu erschließen. Man hat also Gashydrate nicht nur irgendwie angebohrt, sondern man hat sie in einem stabilen Verfahren aufgelöst und zerlegt und an die Oberfläche gebracht und Methan produziert. Also das ist ein bisschen schlecht zu erkennen. Das hier ist so, das ist ein Flare. Also im Prinzip wird da Gas abgefackelt, Methan wird da abgefackelt. Und das ist weit mehr als alle anderen Konkurrenten auf dem Weltmarkt momentan haben. Japan macht das auch vor seiner Küste, ist aber nicht so erfolgreich. Und die USA machen es an Land im North Slope von Alaska. Ein wichtiger Bereich, wo die Chinesen deutlich aufholen in letzter Zeit, ist das sogenannte, also das Umweltmonitoring. Sie haben es geschafft, ein operationelles Monitoring in Gang zu bringen, indem sie die Satelliten von ihrem Kosmodrom hochgebracht haben. Das entspricht, ich will da nicht in Details gehen, einer sehr großen Zahl von den Capabilities, also von den Fähigkeiten ist das deutlich, es ist konkurrenzfähig mit Produkten in Europa, in den USA und Russland. Ich möchte das auch gar nicht so weiter diskutieren hier. Und das ist jetzt noch ein Beispiel. Wir haben ein unbemanntes Tauchboot. Das ist also etwas, was wir so als Kategorie gar nicht kennen. Das ist offensichtlich ein ferngesteuertes Tauchboot, was am Kabel hängt, wie ein ROV, aber irgendwie von der Aerodynamik und von der Zweckmäßigkeit völlig unklar ist. Und die Übersetzung dessen, also das, was mir meine chinesischen Kollegen übersetzt haben, ist irgendwie rätselhaft. Automatisierung von Zugangsüberwachungssystemen. Ich kann mir nicht recht darunter vorstellen, was da gemacht werden wird. Aber auch hier ist der Marianengraben ertaucht worden, auch in extrem hoher Tiefe. Und das ist alles eigentlich schwer zu verstehen. Dann wurde die Arktis erwähnt. Und obwohl China ja kein Antarktis, nicht zu den Antarktis, zu den Leuten gehört, die sozusagen ein Forschungsstake in der Antarktis haben, haben sie einen Eisbrecher entwickelt, der also jeden anderen Forschungseisbrecher auf der Welt in die Tasche steckt. Ich bin da auch kein Experte, ich habe mir das aber erklären lassen, dass das also weit voran ist. Nochmal zum Thema Ressourcen, ich gebe jetzt so ein bisschen Gas hier. Manganknollen sind das neue Thema. Manganknollen sind die Ressource, die aktuell am stärksten beforscht wird, wenn es um Metalle geht. Da haben die Chinesen, wie viele andere Staaten auch, ein Produktionsmodell eines Kollektors. Da wird also, wer das noch nie gesehen hat, da wird von einem großen Trägerschiff aus, ein sogenannter Riser runtergebracht. Und in diesem Riser werden Manganknollen hochtransportiert und die werden aufgesammelt durch ein Fahrzeug, was am Meeresboden fährt. Was man hier sieht, ist so das Muster, was dieser Kollektor gefahren hat. Das ist jetzt nicht in 5 Kilometer Wassertiefe, wo die Manganknollen normalerweise in größter Menge zu finden sind, sondern das ist in 500 Meter Wassertiefe. Aber im Grunde genommen, aus meiner Erfahrung als Entwickler von Tiefseegeräten, ist das immer gewesen, dass etwas, was man auf 500 oder 1000 Meter zum Einsatz kriegt, das funktioniert in 5 genauso. Das liegt wahrscheinlich eher an der Technologie des Risers, um das hochzubringen. Und hier haben sie eine lustige Spur hier gefahren. Also diese Punkte sind tatsächlich, wie soll man sagen, so Fixes, akustische Fixes. Ja, wie soll man das erklären? Also USBL-Fixes, wo man also genau weiß, wo der Crawler jeweils zu einem bestimmten Moment da. Und haben sie natürlich ihre Flagge so ein bisschen imitiert. Das ist etwas es gibt etwa 3 Nationen auf der Welt, die das auch geschafft haben. Das Bemerkenswerte ist, dass China das in relativ kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat, ohne dass die Welt davon so richtig wusste. Also, hier mache ich mal Schluss. Wir können auch gerne Fragen, Sie können auch gerne Fragen stellen, oder wer immer sich da jetzt irgendwie an diese technischen Fragen daran aufhängen möchte. Ich kann da gerne endlos im Detail drüber reden. Ich glaube aber, ich würde dann gerne noch mal ein bisschen auf grundsätzlichere Dinge eingehen. Ich habe ja geschrieben oder gesagt am Anfang, dass die Treiber von Technologieentwicklung in der Entwicklung, in der Tiefseeforschung und in der Nutzung der Tiefsee und des Meeres in der Regel eben staatliche Autoritäten oder staatliche Treiber sind oder eben private oder eben zum Beispiel die Forschung. In China kann man sagen, dass das praktisch ausschließlich der chinesische Staat ist, die chinesische Regierung, die irgendwann in der Mitte der 70er Jahre realisiert hat, dass der Ozean ist wichtig für uns, das ist ein Zukunftsding, und hat dann eine Reihe von
Projekten, Programmen und Förderstrategien aufgelegt. Und das bekannteste ist, glaube ich, die 2035-Strategie. Es gibt aber auch noch, das hat einfach eine Nummer, das Programm Nummer 864 und den Plan Nummer 135. Das ist natürlich, das weiß man auch nur, wenn man das auf Chinesisch lesen kann. Und ich gebe Ihnen nur mal so ein zusammenfassendes Beispiel. Ich habe also 2 oder 3 Paper gefunden, wo es um meerestechnische Projekte und Entwicklungen geht. Das ist hier ein Beispiel aus dem Jahre 2018. Dieses etwas grumselige Abbildung zeigt die Verteilung den Status verschiedener, einer großen Zahl von meerestechnischen Projekten. Und man sieht hier dieses Blaue, das ist industrielle Forschung. Das heißt, wir sind da in einem TRL-Bereich 2 bis 4. Das Rote ist experimentelle Entwicklung oder wie Sie das beschreiben, Pilot oder Trial Stage. Und Grün ist das, was tatsächlich schon in der industriellen Nutzung ist. TRL ist etwas, was die NASA entwickelt hat. Das ist Technical Readiness Level. Das ist von 1 bis 9. Hier bei dieser Publikation beschränkt sich das auf die Bereiche 2 bis 4. Das ist so das, was wir als Forschung und beginnendes Nachdenken über Verwendung oder Ausnutzung oder Utilization denken. Und dann 5 bis 7, das nimmt den größten Teil an. Und man sieht eben, dass da im Prinzip nur ein sehr, sehr kleiner Teil tatsächlich in der Produktion ist. Aber wir sehen auch, dass das sehr schnell vorangeht. Also wenn man das versucht zu bilanzieren, sieht man, dass die Entwicklung relativ schnell ist. Und der Fokus, beschreibe hier nochmal ein Programm, das sogenannte Foresight-Programm, was vor 8 Jahren begann, was sich an Evaluation, Erforschung und Auswahl orientiert. Da ist eine ausgesprochen grüne Strategie. Die Worte grün und offen und sharing werden, also green, open, sharing werden immer wieder erwähnt. Das lehnt sich sehr stark an so westliches Denken an. Dort geht es um Ökologie, Umweltschutz, Lösungen für grüne und nachhaltige Entwicklung und eben über schon einen Zeitraum, der 8 Jahre zurückreicht. Und das ist eben das, was man noch am ehesten mit europäischen oder amerikanischen Forschungsstrategien vergleichen könnte. Es gibt aber auch eben andere Dinge, die schon erwähnte Initiative Program oder Programm 2035, eine sehr langfristige, über Jahrzehnte spannende Strategie, die eben ganz klare wirtschaftliche Nutzung in den Vordergrund rückt. Es gibt zwar auch Technologien und Systeme für 3D-Beobachtung der marinen Umwelt, also tieftauchende und observierende Systeme, Bojen, Sensorik und so weiter, aber dann geht es auch gleich um Exploration und Entwicklung von Ressourcen, biologischen Ressourcen, Ressourcen am Meeresboden, also solche Dinge wie Manganknollen, Mangankrusten und all die anderen Dinge, die wir da jetzt finden und kennen. Sicherheit und Sicherung, also hier Safety and Security, Sicherung und Sicherheit der marinen Umwelt, das ist interpretationsfähig, was damit gemeint ist. Und last not least auch die umfassende Nutzung von Meerwasser und mariner Energieressourcen. Was damit gemeint ist, ist natürlich neuartige Sachen, nicht nur Kohlenwasserstoff, sondern eben auch Dinge wie Manganknollen und dann ganz allgemein marine und maritime Geräte. Und wir sehen, und das haben wir versucht hier zusammenzustellen, einer der freundlichen chinesischen Doktoranden, der mir dabei geholfen hat, und haben das so ein bisschen zusammengefasst. Das ist stark reduziert aus einem chinesischen Papier. Das fasst so ungefähr all das zusammen, was in China an Prioritäten im Moment erkennbar ist. Und hier sehen wir auf der einen Seite natürlich, es läuft alles unter Blue Economy, ist also ein Begriff, die Meeresökonomie, die blaue Ökonomie wird auch bei uns in Deutschland oder in Europa gerne verwendet. Und hier finden Sie einige von diesen Sachen wieder, die ich vorhin aufgelistet habe. Das ist dieser innere Kreis. Das ist das, was unmittelbar im Moment erforscht wird im Programm 2035. Aber das wird umfasst von einer mehr politisch orientierten Geschichte, wo man sagt, ja, okay, wir wollen unsere Fähigkeiten zu agieren in der Tiefsee und diese Tiefsee zu nutzen, das Meer zu nutzen, vor allem auch der Polarregionen stärken. Wir wollen industriellen Fortschritt in diesem Bereich erreichen, massiv und intensiv, aber eben auch grün. Aber jetzt muss man immer schauen, was damit genau gemeint ist. Das ist für Außenstehende relativ schwer zu sehen. Und der
hinterliegende, der darunter liegende Grund ist, und das finde ich eigentlich relativ erfrischend und ehrlich, die Etablierung von Global Reach, würde ich sagen, also globale maritime Sicherheit und strategische Profitsicherungssysteme. Das ist ein Wort, was es im Deutschen nicht gibt, aber das ist halt die wortwörtliche Übersetzung aus dem Chinesischen. Also es wurde zunächst ins Englische übersetzt und dann weiter ins Deutsche. Insofern gebe ich keine Garantie dafür, dass das jetzt genau der gemeint ist, dass das ist, was hier gemeint ist. Aber es geht tatsächlich um Nutzung und auch materielle Sicherung hier. Entwicklung strategischer mariner Technologien, also Überwachungssysteme, das sind hauptsächlich akustische Systeme. Und vor allem das Erreichen von ingenieurtechnischen Sprunginnovationen, also Breakthrough Innovations oder so disruptive Innovationen. Das, wie gesagt, also die Meta-Ebene ist, dass ich mich sehr schwer getan habe, so weit dort hinein zu geraten. Ich möchte noch eine andere Geschichte hier zeigen und dann bin ich auch fast am Ende. Es gibt einen langfristigen Plan und das sieht man ganz gut hier. Das haben wir so gut wie möglich versucht zu kolorieren und aus der Originalpublikation herauszunehmen. Man sieht hier das, was in dieser Initiative 2035 der Erwartungshorizont der chinesischen Regierung ist. Man sieht, dass hier die Meerestechnik an sich hinter dem, die hier entwickelte Meerestechnik noch etwas hinter dem zurückliegt, was in anderen Teilen der Welt, vor allem in den USA und Europa, entwickelt werden. Und man sieht hier aber den Peak der Innovation irgendwie dieses und nächstes Jahr und erwartet aus Gründen, die mir nicht so richtig klar sind, eigentlich ein Abfallen und ein Abflachen der Innovationstätigkeit in anderen Ländern, während der Peak der Innovationstätigkeit, also hier ist diese Balken zeigen die Höhe oder die Anzahl der Technologie-Durchbrüche, also Breakthrough Innovations, Sprunginnovationen in China. Und das ist eine sehr große Zahl. Das sind also 30, 40 Innovationen, die über einen Zeitraum von 2022 bis 2029 erwartet werden. Und wir sehen ja auch, dass das Tempo sehr groß ist. Ich habe das ja gezeigt, dass sehr viele Dinge noch in der Pilot Stage sind. Aber man erwartet, und das ist hier das Letzte dargestellt, dass die Meerestechnik, die dann aus diesen Innovationen und Durchbrüchen hervorgeht, die in die Anwendung und Nutzung zu bringen, wird noch eine gewisse Zeit dauern. Da wird man also noch mindestens 5, 6 Jahre brauchen oder viele Jahre brauchen, um das tatsächlich in die tägliche Nutzung zu bekommen. Das ist sehr qualitativ. Ich habe mich da sehr schwer getan, ein brauchbares Paper zu finden. Ich glaube, ich bin dann auch schon fast am Ende und kann aber gerne noch viel, viel weitergehend Informationen dazu geben, wie ich denke, dass das gemeint ist, mit aller gebotenen Vorsicht. Ich hoffe, dass ich die Zeit nicht zu sehr überzogen habe. Vielen Dank, Werner. Nein, du hast nicht überzogen. Alles ist gut. Mach dir da bitte keine Sorgen. Vielen Dank für deinen interessanten Beitrag. Tanja, wie geht es denn jetzt weiter? Also wir haben hier viele Fragen, genau, und deswegen übernehme ich, danke, nach Protokoll, Entschuldigung. Bevor wir in den Nancy-Talk gehen, würde ich tatsächlich auf die zwei Fragen, die Verständnisfragen mal eingehen. Herzlichen Dank erstens auch von mir. Ich habe das mit der Zeit überhaupt nicht mitbekommen, weil ich so gebannt zugehört habe. Zwei Sachen, die wir auf jeden Fall noch jetzt klären sollten, Namen werden nicht genannt, Sie können das sehen, ist einmal die Frage nach, was eigentlich die Definition von Tiefsee ist. Vielleicht können wir das noch einmal kurz hören. Und eine sehr Detailfrage zu den Füßen, in Anführungszeichen, von den Logos, die in der Weltraum ja zum Müll werden, aber wie sieht denn das jetzt in der Meeresforschung aus? Bleiben die liegen oder sammeln Sie die wieder mit ein? Nein, das sind Gewichte, die sind standardisiert und genormt und die werden abgeworfen. Das ist also einfach nur ein Eisenbarren, der rostet einfach weg. Das ist eher gut fürs Wasser. Also es ist eher gut. Also das Eisen schadet nicht. Das ist eher ein Dünger. Ah ja, wunderbar. Herzlichen Dank für die Klarstellung. Die Tiefsee, wollen Sie das nochmal ganz kurz sagen? Daran vielleicht ja. Auch der Punkt, die Tiefsee, also die High Seas, sind die freien Meere, wie man so schön sagt. Die gehören eigentlich niemandem bis zu einer bestimmten Küstenlinie. Also ja. Das ist gleich für den... Für ein abendfüllendes Thema. Es gibt UNCLOS, United Nations, da gibt es ein Gesetz, was genau definiert, wie wo sozusagen der Einflussbereich eines jeden Küstenanrainers endet. Das definiert sich nach dem Krümmungswinkel der Schelfkante
Von da werden dann, ich glaube, 200 Meilen rausgerechnet. So, ich bin kein Seerechtler. Und das ist ein Prozess, der seit 10 Jahren ungefähr im Gange ist. Es wird immer noch darüber gestritten, wem welche Areale gehören. Es gibt unglaublich viele Konflikte in aller Welt. Vor allem, ich wollte das jetzt nicht zum Thema machen, aber Südchinesische See ist ein schönes Beispiel, oder South China Sea. Dort ist ja der größte Teil der South China Sea, gehört ja angeblich zu China. Das erkennt UNCLOS natürlich überhaupt nicht an, weil das also gegen jede Definition ist. Das ist ja 1000 Kilometer vom chinesischen Festland, unmittelbar vor der Küste von Vietnam soll jetzt noch China sein. Also das ist also ein selbstgesetzte und, wie soll man sagen, eine selbstgewählte Definition. In aller Welt, in der Regel funktioniert das sehr gut. Man muss sich so vorstellen, es gibt die Schelfe, also quasi überflutete Bereiche der Kontinente, die einige von wenigen Kilometern bis einige hundert Kilometer vor die Küsten ragen. Und dann gibt es so einen Knick und dann geht es sehr schnell in sehr große Tiefen von weit über 1000 Meter. Und dann kommen wir in den Bereich ab 1000 Meter, sprechen wir von Tiefsee, weiß gar nicht, ab 1000. Und dann so der größte Teil der Meere, also ein Großteil des Planeten Erde ist wasserbedeckt und 5000 Meter tief, 3 bis 5000 Meter tief. Das ist mit Abstand der größte Lebensraum der Welt auf dieser Erde, mehrfach so groß wie die Oberfläche des Mondes und ist auch sehr artenarm, sehr energiearm. Die Energieflüsse in die Tiefsee sind eher beschränkt. Alles, was wir als Raum für Energiegewinnung oder Öl und Gas und so, das findet alles an den Kontinentalrändern statt. Also Tiefsee ist irgendwo alles, was tiefer als 1000 Meter ist, sagen wir mal so. Ich habe schon lange keine Vorlesung mehr dazu gehalten, aber so ab 1000 Meter würde ich sagen. Und da haben Sie völlig recht. Also es gibt so eine nach UNCLOS eine bestimmte Grenze, die so weit kann man raus. Und da außerhalb ist es internationales, gilt internationales Recht, aber es gehört niemandem mehr. Das heißt The Area. Es gibt eine Behörde, die sogenannte Meeresbodenbehörde, die sitzt in Jamaika. Und die verwaltet das. Und da sind ganz viele Nationen gemeinsam in dieser Meeresbodenbehörde und die verhandeln darüber, wie man die Ressourcen dieser Tiefsee verwaltet, die jetzt nicht national sind. Das ist ja, wenn jetzt Deutschland im Wattenmeer irgendwie Manganknollen finden würde oder Öl, dann ist es natürlich unser Öl. Wenn wir es aber jetzt mitten im Atlantik finden würden, dann müsste man, was technisch nicht möglich ist, aber dann muss man mit dieser Meeresbodenbehörde diskutieren und dort ein Claim machen. Und da gibt es eine Unzahl von Verfahren, da sitzen hauptsächlich Juristen und Rohstoffgeologen zusammen, die darüber verhandeln. Und ein schönes Beispiel sind die Manganknollen. Es gibt die sogenannte Clarion-Clipperton Fracture Zone in der Mitte des Pazifiks. Und dort hat man ein großes Areal genommen und Claims etabliert, Flächen von 300.000 Quadratkilometern für jedes Land. Jeder, der mochte, konnte sich da sozusagen ein Areal claimen und hat sich damit verpflichtet, jedes Jahr eine bestimmte Menge Geld und Zeit dort zu investieren, um nach Manganknollen zu suchen. Und das findet man in 2 Minuten im Internet. Da ist die Bundesrepublik Deutschland auch dabei. Wir haben einen Claim, der vom Wirtschaftsministerium erhoben wurde und die nachgeordnete Behörde des Wirtschaftsministeriums ist die BGR, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe von Hannover. Und die verwalten diesen Claim. Wir haben noch einen zweiten Claim für Massivsulfide im Indischen Ozean, im sogenannten Indexbereich. Dort ist auch die BGR aktiv an der Erforschung. Also das sind die beiden Bereiche, Manganknollen und Massivsulfide. Massivsulfide sind im Prinzip Metalle, die an mittelozeanischen Rücken entstehen und die man quasi aufklauben kann, wo man nicht bar bohren, buddeln, graben, lösen, sondern einfach nur sie mitnehmen. Das ist von der Gewinnung deutlich einfacher, als sagen wir mal, wenn man ein Bergwerk graben muss, weil man keinen Schacht in den Boden gräbt, sondern einfach nur ein Schiff hat, dass man sozusagen der Schacht, den man mitnehmen kann. Man fährt irgendwo hin, sammelt ein, fährt dann und so weiter. Das ist also ganz andere Ökonomie. Ja, sehr herzlichen Dank. Da sind wir schon fast in der Debatte, die wir erstmal zurückstellen. Also die Frage der Effizienz kam schon. Bitte haben Sie Geduld. Dass wir jetzt versuchen, wirklich nur die Verständnisfragen zu klären. Und einer erreichte mich noch privat zu dem Unterschied der ATS bzw. der Antarktis gegen die Arktis. Also auch hier nochmal ganz kurz zur Klärung. Die China-Beteiligung 83, so das ergebe ich Ihnen. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt Ihr mit die haben. Die chinesische Regierung das erste Mal sich schon beteiligt an der Polar Region, also vor allem an dem Agreement zur Antarktis. Und
Die erste Fahrt war mit der Schürlung dann 99, soweit ich informiert bin. I do this from my memory. Please correct me if that's wrong. Also Schürlung 99 bis meine 16 müssten Sie die siebte Fahrt gehabt haben. Das sind die Aufklärungsmissionen gewesen. Dafür haben Sie meines Erachtens nach dem Wissensstand auch immer viel auf das russische oder die russische Expertise zurückgreifen können und müssen, weil Sie da gar nicht unbedingt die Tiefseeerfahrung für Polarmeere hatten. Aber China ist da schon länger im Kommen. Und bitte unterscheiden wir die Antarktis-Kooperation, also die ATS, gegenüber der neu aufkommenden, wozu ich auch was am Anfang gesagt hatte, Arktis-Kooperation, also einmal nach Südpol, Antarktis oder eben die Nordroute zur Arktis. Und da gibt es seit 2018 das White Paper, also 17 ging es nach Süden mit einer starken Agenda, Anknüpfung an die Belt and Road Initiative und weitere Forschung. Und in die Nordregion gab es dann das White Paper 18. So viel zum Hintergrund, das auch abgedeckt, vollkommen richtig, wie schon Fragen da sind und auch noch Meldungen da sind. Aber wie gesagt, die stellen wir jetzt zurück. Herzlichen Dank schon mal für die ersten Eindrücke. Wir gehen bestimmt noch stark in die Diskussion, was wir da können, in den Off-Record-Teil. Also mein Eindruck, vielleicht nur so viel, teilt sich, also die Verschiebung der Chinese Academic Journal-Landschaft hat sich in diese Richtung der Grünen vollzogen. Ich gebe das an den unseren Referenten, Herrn Warner-Brückmann, gerne weiter. Also ich habe mich damit den chinesischen Quellen viel beschäftigt, bin aber wiederum kein Meeresforschungsfachmann. Vielleicht sollten wir dann nochmal uns zusammensetzen. Alles gut. Mit diesen Hintergründen gehen wir bitte weiter jetzt an unsere Kollegin Nancy, die uns etwas über ihre Heimatstadt erzählen will, Qingdao. Und das führt uns kurz Tanja nochmal ein. Bitte. Genau. Also vielen Dank an Herrn Brückmann. Wir werden also und alle anderen, wie gesagt, die Fragen gestellt haben, die Fragen werden gesammelt. Wenn Wortmeldungen waren, jetzt gerade habe ich gesehen, bitte dann in dem Teil Diskussion danach. Also, jetzt kommen wir zu unserem berühmten Nancy Talk mit unserer lieben Kollegin Nancy Wilms. Sie ist Chinotopias chinesische Stimme. Sie ist diejenige eigentlich, die weiß, was in China gerade läuft. Sie beobachtet ganz genau, wie sich das Land verändert. Und sie ist diejenige unter uns, die diese Informationen an uns alle, nicht nur uns in Chinotopia, sondern alle Teilnehmer weiterleitet. Heute stellt Nancy die größte DNA-Datenbank für Meeresbiologen aus ihrem Geburtsort Qingdao vor. Das ist ein Mega Bio Genome Project aus Qingdao, dieser schönen Stadt am Meer. Bitte Nancy, wir freuen uns sehr auf deinen Beitrag. Hallo zusammen. Ich freue mich heute. Ich wollte mal einen kurz Input euch geben. Die größte Ozean-Gen-Datenbank auf der Welt, wo liegt es? Was wir hier im Bild sehen, ist das China National Gene Bank in Shenzhen. Diese Datenbank ist nicht nur für Meer, sondern auch für, Entschuldigung, geht mal zurück. Das gehört zu den BGI-Gruppe. BGI ist ein Verbund von Institutionen und Firmen, die sich mit dem Erbgut von Lebenswesen beschäftigen. Und das ist ein riesiger Konzern, privat, aber bekommen auch staatliche Förderung und Finanzierung, hat im September 2012 die staatliche National Genbank gegründet. Und diesem Ozean-Gen-Datenbank gehört oder gegründet wurde von der Tochter BGE, die BGE Berlin. Die sitzt in Qingdao, aber allein diese Tochter ist auch riesig groß, hat über 10 wieder Tochter Gesellschaft in China. Was ich im ersten Augenblick höre, als ich bin keine
Meerforscher oder Biologe, Biologin. Man hört, aha, Datenbank, Gendatenbank und handelt sich um irgendwelche geheimliche staatliche Mission? Eigentlich nicht. Beziehungsweise mindestens bei erster im Vordergrund, das handelt sich um die aquatische molekulare Züchtungstechnologie, beziehungsweise auch bekannt in Landwirtschaftstierhaltung die Präsenz- und Fangzüchtung. Also die, das heißt, die Überlebensrate von den Fischarten, von den aquatischen Produkten würden dadurch erhöht und auch die Totalwertstruktur der Menschheit wird verbessert. Und da dieser Labor oder diese Gendatenbank liegt in Qingdao, gibt es einen deutsch-chinesischen Ökopark. Das ist ja betreut oder Management von der Wirtschaftsförderung Qingdao, von der Wirtschaftssparte, eher als einem wirtschaftlichen Unternehmen dort angesiedelt. Und die Firma ist eigentlich weltweit auch großer Meerflüchtlingshandel in der Meeresprodukte. Das heißt, es könnte sein, was wir hier essen im Supermarkt, in Aldi oder die Tiefkühlprodukte, die sind sehr viel aus Qingdao und auch mit dieser Technologie gezüchtet. Könnte sein. Ne? Und es geht um mit Zielsetzung bessere Erhaltung und Nutzung von aquatischer, genetischer Ressourcen und auch Forschung und Schutz der malignen Biodiversität haben die natürlich eine größte Datenbank gegründet in der Meerforschung. Und der andere Seite, was die interessanterweise ist, nicht ein Geheimlabor sitzt in irgendeiner Militärbasis, sondern der liegt in der Mittelschule von Qingdao, also eine bekannte Gymnasium von Qingdao. Und dort würden die Schüler und Schülerinnen, die würden auch Unterricht gegeben in der allgemeinen Wissenschaft, in Biologie. Zum Beispiel, man lernt nicht nur dieses CRISPR-Verfahren, das ist ein Verfahren, ein Werkzeug, sag mal, um ein neues molekulares Werkzeug, um die genetische Material genau zu lokalisieren und zu schneiden. Und andererseits, man lernt so auch Ethik über Gentechnik. Das ist ja auch, was wir hier denken, China und Ethik über Gentechnik diskutiert. Ja, da wurden auch offen diskutiert, aber ich glaube, haben andere Kriterien beziehungsweise Werteinstellungen als in Deutschland. So, das ist dann nur eine kurze Input über diese Gendatenbank. Ja, mehr möchten gern von unseren Wissenschaftlern oder Forschern noch mal hören. Danke. Danke dir. Danke dir, Nancy. Vielen Dank. Später werden wir alle Gelegenheit haben, auch die Fragen zu stellen an Nancy. Aber ich möchte jetzt gerne übergehen zu unserem letzten Beitrag heute, last but not least, von Qingdao im Norden oder Halbnorden bis zum Shenzhen nach Süden. Der nächste Beitrag ist von Christine Hieb, die ich schon erwähnt habe. Christine ist die Teilnehmerin unseres Kurses Shenzhen an der Technischen Uni Berlin und sie ist Masterstudentin des Studiengangs Historische Urbanistik. Und sie hat erst kürzlich ihren Fokus auf das Thema Wasserräume gesetzt. Heute wird sie uns einen Input-Vortrag über die Wasserverschmutzung durch die Tech-Industrie rund um Shenzhen geben und auch wird sie uns über ein Oystern-Programm in der Shenzhen Bay berichten. Christine, vielen Dank für Ihre Bereitschaft, in der Hinotopia vorzutragen und hier an dieser Stelle möchte ich dazu fügen, dass sich meine Studierende und Josi-Studierende auch wahrscheinlich sehr gerne in den weiteren Folgen von Hinotopia selbst einbringen können, entweder mit einem Diskussionsinput-Vortrag wie jetzt Christine oder mit einem Protokoll einer Hinotopia. Bitte, wir sind sehr gespannt auf Ihren Beitrag und Dankeschön.
Danke sehr für die freundliche Vorstellung. Ich hoffe, alle sehen meinen Bildschirm, meinen geteilten. Ja. Okay, super. Ich beschäftige mich ja mit der historischen Stadtforschung, wie schon angekündigt wurde, und bringe daher dann doch eher eine geisteswissenschaftliche und umwelthistorische Perspektive hier in die Fragen von Chinas Zukunft mit ein. Und hier soll es eben jetzt um Shenzhen Bay und ihre Austern gehen. Und zwar, wer an Shenzhen denkt, weiß wahrscheinlich von ihrer Entwicklung vom Fischerstädtchen zur Megacity, denkt aber heute vermutlich kaum an ihre Wasserräume, obwohl sie ca. 260 Kilometer an Küstenraum hat. Seitdem die Region im 1979 zur Sonderwirtschaftszone Shenzhen erklärt wurde, wuchs sie in enormer Geschwindigkeit zu einer Stadt mit fast 20 Millionen Einwohnern an. Wie wir hier in der Darstellung sehen können, hat sich seit 2000 die Urbanisierung mit ihrer Industrie, vor allem entlang der Westküste, in die Wasserräume ausgeweitet. Daneben haben Aktivitäten der Stadt enorme Auswirkungen auf das Wasser. Shenzhen ist vor allem als Tech City bekannt und Studien zeigen, dass durch die Produktion von Schaltkarten und Elektroplatierung Schadstoffe in die Gewässer abtransportiert werden. Schwermetalle lagern sich eben vor allem in Sedimenten ab, die dann über die Flüsse und Abflusssysteme in die offenen Gewässer geraten. China hat sich mit seinem 13. Fünfjahresplan, also von 2016 bis 2021, den Schutz der Meeresumwelt und Verbesserung der Wasserqualität zum Ziel genommen. Und im April 2015 beschließen dann 12 Regierungsministerien den Water Pollution Prevention and Control Action Plan oder auch kurz den Water 10 Plan. In 10 übergreifenden Maßnahmen sollen unter anderem Wissenschaft und Technologie gefördert werden, Gesetze und Regulierungen bestimmt werden und eine nachhaltige industrielle Transformation vorangetrieben werden. Und was das im Detail bedeutet, muss natürlich auch kritisch betrachtet werden. Aber Ziel ist eben auch, die Umwelt in Küstengebieten zu verbessern. Shenzhen und Hongkong reagieren in gemeinsamen Projekten darauf. Dazu gehören eben die Denaturierung des Shenzhen-Flusses, der Shenzhen und Hongkong im Osten trennt und der Schutz des Deep Bay oder auch Shenzhen Bay genannt. Bereits 2000 bestimmten die Regierungen von Shenzhen und Hongkong das Deep Bay Water Pollution Control Joint Implementation Program. Und Teil dieses Programms ist von beiden Seiten die Reduktion von Abwasserableitungen in die Bucht durch den Ausbau und die Verbesserung der Kanalisationsinfrastruktur sowie die regelmäßige Messung der Wasserqualität. Einer Studie nach, die von 2013 bis 2019 durchgeführt und letztes Jahr im Environmental Pollution Journal veröffentlicht wurde, haben diese Maßnahmen die Werte des aufgelösten anorganischen Stickstoffs um die Hälfte reduziert und auch die Phosphatwerte sind besser als vor 2013. Und die Konzentration von Schwermetallen lässt sich dabei besonders gut in Schalentieren messen. Denn der Metabolismus von Schalentieren läuft sehr langsam ab, sodass sie die Schadstoffe lange im Körper behalten. Damit können also Schalentiere als Bioindikatoren für Wasserverschmutzung herangezogen werden. Die Schadstoffwerte in Schalentieren aus der Region um Shenzhen sind dabei deutlich höher als im Rest des Landes. Wobei auch gesagt werden muss, dass sich die Wasserwerte in Shenzhen Bay immer wieder verbessern. Ein Indikator für den Rückgang der Schadstoffwerte sollen und könnten eben die Austernstege zwischen Shenzhen und Hongkong sein. Die Bucht bietet ein ideales Ökosystem für Austern, sodass Hongkong auf eine stolze 700-jährige Austernzucht zurückblickt, während auf Shenzhen-Seite aufgrund der hohen Schwermetallwerte vor 20 Jahren die Austernzucht und dann auch in 2014 der Verkauf der Hongkong-Austern verboten wurde. Dennoch profitieren sie von der stetigen Zunahme der Austernstege in Shenzhen Bay, die als natürliche Wasserfilter gelten. Das Swire Institute of Marine Science der Hong Kong University arbeitet nun eng mit den Austernzüchtern der Region und der Regierung zusammen, um eine breite Öffentlichkeit für die Thematik zu sensibilisieren.
Einen ökonomischen Ansatz soll es auch haben. Das Institut entwickelt ein Verfahren, das bereits die Austernbrut von erhöhten Schadstoffen bereinigen soll und damit attraktiver für den Markt machen könnte. Abschließend lässt sich sagen, dass Küstengebiete aber eine sehr komplexe ökologische Lebensraum bedeuten, wo Jahreszeiten und Wasserströmungen, diverse Nährwerte sowie anthropogene und technologische Faktoren, die eben negative und auch positive Faktoren haben, wirken. Daher lässt sich allein anhand von Satellitenbildern und Wasserproben, die in den Studien eben herangezogen wurden, nicht eindeutig nachweisen, wie groß der Einfluss der Austern auf die verbesserten Wasserwerte ist. Aber sie sind sicherlich ein Baustein für die Erhöhung der Wasserqualität. Und die Austern haben nicht nur eine ökologische Bedeutung, sondern sind natürlich auch soziokulturell in der Historie der Region zu verankern. Sie tragen also auch zu der Identität der Region bei. Die Forschung zu diesem Thema weist aber noch sehr viele Lücken auf. Daten fehlen und Geschichten sind, jedenfalls auch in unserem Sprachraum, noch nicht ausreichend erzählt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hier auch noch meine Quellen. Super, Christine. Vielen, vielen Dank für Ihren Beitrag. Und ja, Josi, jetzt können wir in die Diskussionsrunde übergehen. Ja, genau. Erst einmal auch von mir herzlichen Dank. Und noch, bevor wir das stoppen, vielleicht den einen Hinweis, den wir auch gerne noch mit draufnehmen für die Sorge, dass das jetzt nicht technisch genug war. Es ging ja nur um Schindeln. Also für unsere Innovationsbegeisterten, die selbst nochmal auf die Suche gehen wollen. China ist da gerade im Süden, also Fujian, Chinas, unglaublich stark. Also abgesehen von der Forschung der Meere, auch in der Wasserforschung und auch in der technologischen Erneuerung dieser Wasserwirtschaft. Und dazu gibt es seit, soweit ich weiß, 2 Jahren die Interwater, die in Xiamen stattfindet, also wo alle, großen Rettiche darf ich nicht sagen, aber alle großen Player, also Mitspieler, die Innovationstechnik zur Verfügung stellen im Bereich von Hydraulik, im Bereich von Wasserwirtschaft, aber auch im Bereich eben von Anwendungen, die in unsere Thematik gehen, ob das nun KI ist, bereitstellen. Also hier, ich versuchte das gerade rüberzuziehen, das ist die http://interwater.cn und ging dieses Jahr im Juni, am 11. Juni 2021 in Xiamen zu Ende. Also wer sich da nochmal weiter tummeln will, für die Studierenden auch ein Dienst hier, die im Shenzhen-Kurs sind, da könnte das nochmal spannend sein, auch nachzuschauen, wer sich in diesem Bereich weiter tummeln möchte. Und ein Punkt, den ich auch gerne noch drauf haben will, wäre eine Frage, die ich jetzt noch ganz schnell einbringe, weil die eben auch noch mal im Chat kam und wir gerne noch mal Herrn Warner bitten möchten, bevor wir in die Diskussion gehen, vielleicht können wir den noch mal spotlighten. Sie haben Sie zu tun gehabt mit der 2019er Hot Spring in the Ocean Forschung oder wissen etwas dazu, was über die Kieler Uni rausging? Nein, da waren nämlich die Taiwaner mit dabei. Das ging über die Future Ocean und das hätte mich nochmal interessiert, welche Technik die Kieler da gestellt haben. Jetzt habe ich sie auf dem blöden Fuß erwischt, dann nehmen wir das nachher raus. Ja, das war jetzt nur nochmal der Seitenhieb, die CAU hier darzustellen, weil die da mit drin war im wohl Geomar-Forschungsinstitut über die Future Ocean. Das schneiden wir weg und deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle erst einmal die Aufzeichnung.